Heute dreht sich alles um uns Fotografen. Wie vermarktest du dich? Was kannst du tun, um dich am Markt zu positionieren? Wie sieht es mit deiner Webseite aus? Super gut, machen wir gleich nochmal. Der Foto- und Film-Podcast von Gero Breleur. Ich bin Fotograf und Filmer aus Berlin und heute ist bei mir zu Gast Silke Güldner. Silke Güldner Fotoconsulting. Sie berät Fotografen in Sachen der Vermarktung, der Positionierung. Sie berät in Sachen Webseitengestaltung. Und da habe ich ein sehr interessantes und sehr angenehmes Gespräch gehabt. Und Silke erzählt mir und dir etwas über die Positionierung für Fotografen. Sie ist dort sehr erfahren, seit vielen, vielen Jahren am Markt. Sie kann den Markt, glaube ich, ganz gut einschätzen. Hör dir mal das Interview an, es sind ein paar spannende Aspekte und vielleicht geht es dir wie mir und du denkst in einigen Punkten um. Was ich zum Beispiel ganz konkret von Silke gelernt habe, ist, das kann man auf meiner eigenen Webseite dann auch sehen, das serielle Denken. Viele gute Tipps dabei in dem Gespräch und ich wünsche dir viel Spaß und ich danke, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ich habe mir als ein Einstiegsthema habe ich mir das Thema Positionierung mal zurechtgelegt. Wie positionierst du dich denn selber eigentlich? Ich berate Fotografen und Kreative und das ist eigentlich so das Kerngeschäft, was ich seit fast 13, 14 Jahren mache. Workshops auch für diese Zielgruppe und es gibt ja sehr viele Coaches überall zu ganz vielen Themen, zu klassischen Wirtschaftsthemen und mein Thema ist eben die Kreativindustrie, wie man sie nennt und da habe ich mich auf Fotografen spezialisiert. Das hängt dann aber auch natürlich mit meinem Herkunftsberuf ganz stark zusammen. Also der Grund dafür ist das, genau. Ja. Also ich weiß es ja jetzt, aber da vielleicht auch noch ein oder zwei Leute zuhören, dann kannst du ja nochmal ganz kurz deinen Werdegang schildern, obwohl den wahrscheinlich eh jeder kennt. Ja, kann ich aber kurz machen. Gerne, man versteht besser dann, was ich tue und was die Positionierung ist. Ich komme aus dem Grafikdesign, ich habe lange als Artdirektorin gearbeitet und eben sehr viel mit Mode- und Lifestyle-Kunden, auch in Hamburger Agenturen. Das ist so mein Standort immer gewesen, Hamburg. Genau, und aus dieser Arbeit hat sich dann eine Veränderung entwickelt, dass ich eben ins Fotografenmanagement gegangen bin nach 10, 12 Jahren Werbung und habe angefangen, als Repräsentantin eine eigene Agentur zu gründen. Das war sozusagen der Seitenwechsel, der dann passiert ist. Das war die unmittelbare Vorstufe zu dem, was ich jetzt mache, Coaching und Consulting für Fotografen. Sozusagen sehr kurz erzählt jetzt, also ich komme sozusagen, das, was ich tue als Coach, mache ich eben mit meinen Erfahrungen aus der Kreativbranche tatsächlich, genau. Ja. Ja. Als du die Agentur, also sowohl als AD als auch als Repräsentant, warst du dann sozusagen noch in der goldenen Zeit unterwegs, sagt man ja so, ne, oder? Das kann man so sagen, ja genau. Das, die 90er Jahre meinst du vielleicht, also das war so zumindest, genau, das war so die unmittelbare Zeit, wo vieles sehr opulent funktioniert hat im Fotografenbusiness, im Agenturbusiness auch. Das hat sich sehr verändert, aber das waren Jahre, in denen man doch sehr großzügig umgegangen ist mit Budgets, mit Produktionen und genau, ja. Und hat sich das dann damals schon verändert, dass du dann gesagt hast, oh, ich glaube, hier der Markt ändert sich, vielleicht orientiere ich mich um oder? Nein, das war keine strategische Entscheidung bei mir. Es war wirklich immer von außen motiviert. Es kam immer von außen eine Idee zu mir oder es kam jemand zu mir. Die Entscheidung, die Werbung zu verlassen als Artdirektorin war relativ simpel. Also nach 12 Jahren in diesem Geschäft, auch natürlich mit einem hohen Stresslevel und Arbeitspensum, das ist ja heute noch genauso, tauchte für mich so ein bisschen auch schon die Frage auf, was tue ich hier, für wen ist das, macht mir das Spaß, hat das irgendeinen Sinn? Und diese Frage, die konnte ich mir irgendwann dann nicht mehr so beantworten, dass ich 100% dahinter stehen konnte. Also habe ich angefangen zu gucken, wie kann ich mich persönlich beruflich weiterentwickeln. Und ohne diese Entscheidung bewusst getroffen zu haben, kamen einfach Ideen, Leute zu mir und das Nächste hat sich entwickelt. Und so ging es eigentlich immer weiter. Also auch die Entscheidung dann aus der Repräsentanz wieder ein neues Business zu machen nach ungefähr 4 oder 5 Jahren war das dann, eben dieses Coaching-Konzept zu gründen.
war motiviert durch eigentlich das, was Agenten ja ganz, ganz viel machen, dass sie Gespräche führen mit Fotografen, nicht nur Fotografen, die sie vertreten, sondern auch Fotografen, die eine Repräsentanz suchen, die sich weiterentwickeln wollen, die eigentlich ein Feedback einfach mal wollen, wo stehe ich, was ist gut, wo soll ich mich drauf konzentrieren. Und das fand ich schon immer sehr, sehr sinnvoll, an der Stelle anzusetzen, zu helfen, also jetzt zu unterstützen. Und daher kam die Idee des Coachings. Die Positionierung, damit wollte ich ja eigentlich anfangen, da komme ich dann nochmal kurz zurück. Was glaubst du denn aus deiner Sicht für Fotografen, was ist so das Wichtigste oder das größte Problem heutzutage für einen Fotografen, um sich zu positionieren am Markt? Mhm. Also weil ja viele Fotografen, es gibt viele Neueinsteiger natürlich, die Technik wird einfacher, man kann es leichter lernen und so weiter. Weiß nicht, was du sozusagen lieber erzählst, ob das jetzt für die schon bewährten Fotografen ist es ja ein großes Problem, weil sich der Markt umbricht. Sie müssen sich neu positionieren, genauso wie ja eigentlich die Nachwuchsfotografen sich wiederum positionieren müssen. Gibt es da eine Schnittmenge oder sind das verschiedene Anforderungen? Ja, das hängt sehr stark ab von dem Markt, in dem du drin bist oder in den du vielleicht auch mehr rein möchtest, was strategisch schlau ist, ne? Und du hattest vorhin kurz gefragt, eine breite Positionierung macht unter Umständen auch Sinn, aber es kommt dann eher darauf an, bin ich vielleicht an einem Standort, nicht Berlin oder nicht Hamburg, nicht München, und bin ich vielleicht auch eher als Dienstleister unterwegs, dann macht es natürlich Sinn, dass ich eben nicht ganz fokussiert auf Automobil bin oder auf Mode bin oder andere Dinge bin, sondern dass ich etwas mehr mache und kann. Wenn ich aber in einer großen Stadt bin, dann brauche ich eine relativ spitze Positionierung einfach auch, um dort mit den vorhandenen Agenturen einen guten Kontakt zu haben. Was aber nicht heißt, dass ich, das müssen wir trennen, die inhaltliche Positionierung ist eine andere als die technische zum Beispiel. Also wenn ich fotografiere im Modebereich, dann kann ich auch filmen im Modebereich, wenn ich das denn möchte oder kann. Ne? Also das können sozusagen das Leistungsportfolio breiter aufzustellen, ist schon schlau heutzutage als Geschäftsmodell Fotografie, aber das inhaltliche Portfolio, wenn ich mehr mit hochkarätigen Kunden zu tun haben möchte, eben Werbung beispielsweise, Kampagnen, Konzerne vielleicht auch, wo es um bestimmte Kampagnen geht, dann brauche ich inhaltlich eine homogene Positionierung. Ja, also ich muss mir ein Genre aussuchen, was ich glaubhaft voranbringe, woran ich einfach arbeite, ne? Sowohl frei, aber eben auch in meinen Jobs. Ja. Ja, klar. Und das ist ja jetzt auch dein Job, das zu tun, dann mit den Fotografen gemeinsam. Ja, und dann natürlich auch ganz anderem. Individuell. Ne? Also das ist natürlich, das eine ist das, was man allgemein sagen kann, aber sicherlich macht Sinn, sich das dann auch individuell nach Standort, nach Genre, nach Typ sicherlich auch anzugucken. Ja. Ne? Das stimmt. Also es macht einen Unterschied. Vor allen Dingen macht es einen Unterschied, und das erlebe ich immer wieder in den Gesprächen, dass Fotografen viel zu dicht dran sind an ihrer eigenen Arbeit, ganz oft, und eben häufig diesen Schritt zurück ganz alleine selten machen können. Es hilft immer schon, wenn man kollegial vernetzt ist, wenn man auch in einem Verband ist, wo man sich austauscht mit anderen Profis sozusagen. Aber in meinen Gesprächen ist das ein Thema, was häufig stattfindet. Die Positionierung oder die Profilschärfung eigentlich gemeinsam nochmal anzuschauen. Also was funktioniert wirklich gut, was passt zu mir, wo will ich eigentlich hin und welche Schritte sind dafür nötig? Ist das überhaupt schlau, das zu tun? Wie kann dieser Weg eigentlich überhaupt aussehen? Genau. Film, weiß ich aus den Gesprächen mit dir, findest du natürlich interessant und sagst, das sollte man heutzutage unbedingt beachten. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch in bestimmten Jobs dann gar nicht möglich, beides anzubieten. Also was ist so da deine Erfahrung? Ist es ein Problem teilweise auch, dass man vielleicht Film mit anbietet, weil man dann für den Kunden irgendwie nicht mehr definierbar ist? Oder wie stehst du diesem Thema Film gegenüber im Hinblick darauf, wie ich es dann hinterher auch wirklich verkauft kriege? Weil dass man es anbieten kann, ist das eine, aber wie positioniert man sich dann da möglichst gut? Ja, dass du an einem, sagen wir mal, in einem Rahmen eines Jobs nicht beides gleichzeitig machen kannst, ist, denke ich, klar. Und wenn wir in diesem etwas hochkarätigeren Segment bleiben, also Werbung, dann wäre es auch unglaubwürdig, dass man sowas, sagen wir mal, hintereinander anbieten würde. Also in der Werbung werden Fotografen eingekauft und es werden dann eben Regisseure eingekauft und das Team drumherum.
um vielleicht einen, sagen wir mal, entweder drehbegleitenden Shoot oder einen shootingbegleitenden Dreh zu machen oder eben beides hintereinander, nebeneinander zu machen mit getrennten professionellen Teams. Da ist es häufig so, dass der Fotograf, der fotografiert, natürlich nicht den Dreh macht und umgekehrt auch. Da wird das feinsäuberlich getrennt. Es gibt aber viele Bereiche, besonders bei Firmenkunden, wo ein Dienstleister gesucht wird, der beides kann, der zumindest den, auch sein Netzwerk mitbringt und seine Schnittstellen mitbringt. Häufig übernimmt dann in diesen Jobs der Fotograf eher die Rolle als Regisseur zum Beispiel, also Director of Photography, genau. Ja, das kann ich aus eigener Erfahrung auch sagen, das stimmt. Ja. Danke. Ja. Schön, sind wir uns einig. Genau. Nee, aber ich hatte jetzt, ich hatte jetzt gedacht, ob man sozusagen, ob man da nicht bei, aber das hast du ja gesagt, dass eben genau diese Frage nach der Glaubwürdigkeit, ne, dass ich jetzt halt, wenn ich als Fotograf jetzt ankomme, so nach dem Motto, ich will jetzt hier die Werbefilme drehen, weil ich jetzt die Werbefotos gemacht habe, das wird wahrscheinlich, denke ich, nicht zusammengehen, weil das auch andere Abteilungen sind. Ne? Das stimmt, ja. Also wenn jetzt FFF irgendwie den Film macht und der Artbuying, normale Artbuying macht die Fotografie dann oder wie auch das immer. Das stimmt, ja. Oder hast du da, kennst du Beispiele aus deiner, nicht Beratung, muss ja nicht sein, aber aus dem Markt, wo du sagst, da haben sich Fotografen auf einmal komplett in die Filmrichtung gewandelt? Gibt es sowas? Ja, das gibt es, klar. Also das erlebe ich sogar immer häufiger, dass Werbefotografen Spaß dran haben, dieses Feld für sich zu entwickeln. Gibt's? Genau, das gibt es tatsächlich. Und es ist aber, wie du auch sagst, die Akquise-Kanäle, die Marketing-Kanäle, wo stelle ich mich vor mit meinem Film-Reel und wo stelle ich mich vor mit meinem Portfolio, sind häufig andere. Also das Art Buying denkt natürlich mit, aber in der Regel ist dann doch eine andere Abteilung in den Agenturen dafür zuständig, die Filmleute einzukaufen. Und das sollte ich natürlich, wenn ich das möchte als Fotograf, dann muss ich dafür sorgen, dass ich das ganz gut kommuniziere auf meiner Webseite, dass ich beides kann oder was ich eigentlich in den Bereichen wirklich kann, ne, damit es eine gute Glaubwürdigkeit hat. Also im Automobilbereich beispielsweise funktioniert das schon seit vielen Jahren, dass Fotografen eben auch sich den Filmbereich erobert haben und dafür auch für Kampagnen dann gebucht werden. Ja, aber da gibt es noch viele andere Beispiele, kann man vielleicht einen ganzen Workshop mal draus machen, um die Positionierung mal zu beleuchten, genau. Machst du ja wahrscheinlich auch, oder? Positionierungsworkshops? Ja, die gibt's, genau. So ein Zufall. Kann man buchen. Genau, ja, wo findet man die Workshops eigentlich von dir? Also ich stolper ab und zu mal bei verschiedenen Verbänden über deinen Namen, also was heißt ab und zu, immer wieder, auch in der Profifoto hast du ja eine Kolumne, glaube ich, ne? Das stimmt, ich schreibe seit vielen Jahren in der Profifoto eine Kolumne und die Workshops, die ich mache, werden von verschiedenen Anbietern angeboten. Also die beiden großen deutschen Fotografenverbände wie Freelance und der BFF bieten immer wieder mit mir zusammen in den verschiedenen Regionen in Deutschland Weiterbildungsangebote an. Aber auch der Schweizer Berufsfotografenverband in der Schweiz mache ich auch regelmäßig was. Und auch in Hamburg, was ja sozusagen mein Hauptstandort ist, die Hamburg Kreativgesellschaft, die eben auch ein tolles Förderprogramm hat für junge Kreative, aber auch für etablierte Kreative, besonders Fotografen und die davon dann auch profitieren, genau. Und wenn man die jetzt nicht alle ansurfen will, die Webseiten, auf deiner Webseite findet man die dann auch nochmal, die Termine? Oder? Nein, tatsächlich nicht, muss ich ehrlich gestehen. Okay, wenn man, also bei Positionierung müssen wir bei dir schreiben, Vorsicht. Ja, okay, ja, danke für die Bewertung. Musst du dich besser positionieren. Das ist streng bewertet, alles klar, okay, gut, ich schlage zurück. Nein, aber wenn man das wissen möchte, ruft man mich einfach an, man schreibt mir eine E-Mail oder man ganz einfach auf Facebook sind die Termine meistens auf meinem Stream sozusagen. Okay. Findet man die, ja, findet man die Termine auf entweder der Facebook-Unternehmensseite oder Foto Consulting oder auf Silke Göttner. Genau. Okay, also du hast zwei Facebook-Seiten? Oder? Ja, okay. Facebook gibt es zwei, Instagram gibt es, da kommuniziere ich auch relativ viel mittlerweile, auch Termine und dann gibt es noch LinkedIn, was ich regelmäßig benutze. Genau, ja. Gut, also das würde ich dann auch nochmal in die Shownotes packen, wie man so schön sagt. Aber du trennst jetzt in Consulting und das andere ist, bist du selbst privat oder was? Nein, also um das aufzuklären, mein Facebook, also man braucht ja einen normalen Facebook-Account, um eine Unternehmensseite zu machen. Ja, genau. Und diesen so, Fehler habe ich irgendwann auch mal gemacht, eine Unternehmensseite zu machen. Ich glaube, ich würde das heute nicht mehr so machen. So, warum? Weil, welchen Fehler mache ich? Also es bringt dir ja nur was, wenn du über deine Unternehmensseite auch Dinge
sagen wir mal, bewerben und verkaufen möchtest. Und das tue ich nicht. Also mein Angebot Coaching und Consulting und auch die Beratung, die sind ja diskret. Also sozusagen für einen Terminwunsch oder Informationswunsch schreibt man mir einfach eine E-Mail in der Regel. Also da muss man nicht über Facebook oder so im Chat mit mir kommunizieren. Das tun die Leute zumindest nicht. Und genau. Insofern, nö, ich finde, eine normale Facebook-Seite reicht aus. Ich schalte keine Werbung, ich mache keine Facebook-Ads oder so, auch keine Instagram-Ads. Insofern, für mich ist das nicht nötig. Aber das kann bei dir ja ganz anders sein. Für dich macht so eine Unternehmensseite wahrscheinlich Sinn. Hast du ja auch. Ja, ja, du hast ja auch relativ viele Profile. Ja, weiß okay, ich nicht. Okay, das machen wir mal. Ja, genau. Wir das Interview steht da drüber. Also, weil ich weiß, habe ich nur meine Webseite und einen toten Instagram-Account, der bestimmt irgendwann jetzt animiert, okay. Nicht reanimiert, ist das falsche Wort, der irgendwann den mal animiert wird. Irgendwann mal benutzt. Ja, denke ich schon. Mhm. Aber so ansonsten meine Business-Seite, also Facebook-Seite halt. Runde, aber du bist auf Vimeo wahrscheinlich, auf YouTube. Ja, ja, okay, genau. Ja, genau. Aber und ja, auf YouTube, LinkedIn. Klar. Ja, LinkedIn, genau, nutze ich auch nicht so, wie ich es... Da lässt sich besonders in deinem sozusagen, in deiner Positionierung kann man da noch mehr rausholen. Ja, genau. Ja. Okay, also willkommen zur privaten Beratungsstunde hier. Genau. Ja. Live-Beratung. Gut, aber nichtsdestotrotz, ich versuche es natürlich jetzt von mir weg auf andere auch rüberzunehmen. Also da kann man ja nochmal als konkrete Arbeitsaufgabe für die Zuhörer oder Zuschauer ja sagen, dass man vielleicht auch nochmal überprüft, ob man auf diesen Plattformen ausreichend und auf den richtigen und gut unterwegs ist und dort seine Inhalte positioniert. Mhm. Ne? Kann man das so sagen? Ja, also, das schadet nicht, wenn wir das so sagen, aber wir sollten sicherlich, wenn wir über Marketing reden, müssen wir natürlich mit anderen Dingen vielleicht auch erstmal beginnen. Ne? Das ist so eine kleine Insel. Ja. Das Thema Social Media Marketing. Aber jetzt haben wir das gerade, ich lasse mich ja treiben, du, wie du merkst. Du hüpfst ganz gut hin und her, aber ich finde es okay. Also macht Spaß, mach weiter. Ja, ich glaube, also weil manchmal sind einfach, denke ich, dann ergeben sich Fragen und die vergisst man aber sonst wieder, wenn ich jetzt das Thema irgendwie nach Schema F runter dekliniere. Was war jetzt nochmal die Frage? Du hattest die abgelehnt. Okay. Nein, die Frage war, ich habe nur eine Aussage gemacht und daran anschließend hättest du sagen können, ja, aus meiner Sicht sind die oder die Kanäle gerade für Fotografen besonders wichtig. Ja, aber die Frage habe ich jetzt besser schon verstanden. Genau. Also wenn du wirklich wissen willst, wo du im Moment als Fotograf deinen Fokus legst, dann nimm Instagram und LinkedIn. Ja, genau. Okay. Und Xing ist extra nicht genannt jetzt oder ist LinkedIn? Doch, ist als Business-Netzwerk auch gut, wenn du viel mit deutschen Kunden zu tun hast, weniger mit internationalen Kunden, Redakteuren oder Firmenkunden, dann kannst du auch mit Xing arbeiten. Ich persönlich finde die Oberfläche von LinkedIn ein bisschen charmanter, den Stream auch ein bisschen charmanter. Die Usability finde ich attraktiver. Okay. Ist vielleicht Geschmackssache. Ja. Klar, also das sind die Plattformen. Webseite hatte ich ja auch gesagt, da könnten wir vielleicht auch noch drüber sprechen, weil das ja auch ein Gebiet ist, wo du total aktiv bist. Also weil bei dir geht es ja darum, Portfolio auf Papier, immer seltener. Habe ich bei einem Portfolio-Workshop, den ich bei dir ja mal mitgemacht habe, ja auch gelernt. Mhm. Also ich weiß gar nicht mehr, es gab doch zwei, drei hatten Leute, einen mitgebracht. Hatten genau, ich habe erzählt, ich habe schon eine leere Mappe, die ich irgendwann mal füllen will. Ich hatte in München jetzt vor... letzte Woche hatte ich wieder einen Portfolio-Workshop gemacht oder Portfolio-Website-Review nannte sich das. Und das ist immer spannend. Es waren relativ viele Leute da und ich glaube von allen, von 10 Leuten oder so ähnlich, waren 2 Printportfolios da. Ja, und der Rest hatte Interesse eben eher zu gucken, wie ist mein Online-Portfolio eigentlich? Welche Positionierung ergibt sich da draus? Welche Stärken sieht man da draus? Also die meisten Fragen konzentrieren sich primär immer mehr auf die Webseite, was ich persönlich auch richtig finde, weil die Webseite ist ja das, was erstmal sichtbar ist. Das öffentliche Portfolio. Genau, ne? Was sind denn die wichtigsten Sachen, die dann da gefragt werden? Also oder die meisten Sachen, die als Fragen kommen oder wo sind die Schwierigkeiten bei den Fotografen dann, was die Webseite angeht? Ja, viele beschäftigen sich immer mal wieder oder auch dann gerade damit, was ändere ich, was macht Sinn zu ändern, wie wirkt das überhaupt? Also die Fragestellung generell ist eigentlich immer, wie wirkt das, wie kommt das rüber? Und dann gibt es da sozusagen erstmal einerseits natürlich den Check der Inhalte, also sind die Inhalte attraktiv, sind sie gut zusammengestellt, sind sie leicht einsehbar? Und dann kommt man an der Stelle aber auch relativ schnell schon zur
Das kann ich dann auch gar nicht mehr trennen. Das ist vielleicht auch so ein bisschen eine Betriebskrankheit, auch als ehemalige Artdirektorin. Die Funktionalität, also die Navigation auf der Seite, die Usability, ist das eigentlich smart? Ist das logisch? Ist das gut strukturiert? Führt mich das durch einen guten Prozess? Ich hatte jetzt gerade einen Fotografen auch im Workshop, der dann gefragt hatte, ob es denn nicht so wäre, dass eine Webseite neugierig machen müsste. Ich sage, nein, natürlich nicht. Weil neugierig machen war 90er. Da hast du angefangen mit Flash, mit Animationen oder irgendwie interessanten Dingen, jemanden neugierig zu machen. Das kostet unglaublich viel Zeit. Ja? Also man muss dann als Betrachter sich einlesen in dieses Produkt. Man verliert Zeit. Und häufig ist es, also heute ist es einfach so, dass du eine Webseite aufrufst, um einen ersten Eindruck zu bekommen, einen schnellen Eindruck auch zu bekommen, ob ich das finde, was ich suche als Kunde, aber auch um einfach einen guten Überblick mir zu holen. Also was macht dieser Fotograf? Also wie ist das Portfolio? Und dann kann ich mich besser entscheiden auch, wo möchte ich einsteigen, wo bleibe ich, was suche ich, wie finde ich das eigentlich? Ne? Und das Neugierigmachen ist tatsächlich lange vorbei. Oh. Es gibt die 3-Sekunden-Regel. Die kennst du. Genau, die hätte ich jetzt. Ich hatte zwei Sachen, die hängen geblieben sind, die 3-Sekunden-Regel. Okay, willst du sie sagen? Oder? Nee, sag ruhig. Achso, du kannst überprüfen, ob ich auch gut aufgepasst habe. Genau. Also, dass man in 3 Sekunden muss man auf der Webseite wissen, wo man klicken muss und wo man hin muss und gesehen haben, was jetzt hier die Funktionalität ist. Genau. Also, neugierig machen in 3 Sekunden. Ja, eigentlich eher Informationen liefern. Informationen liefern in 3 Sekunden. Also ich muss wissen, was bietet der Fotograf an und ich muss wissen, wo muss ich klicken, um weiterzubekommen, wenn ich neue Infos brauche. Ne? So, ja, das war das, was deine Webseite sollte eigentlich in sehr kurzer Zeit, ob es jetzt genau 3 Sekunden sind, möglich machen, dass der Betrachter einen Eindruck bekommt, was macht der Gero? Ist das was, was ich gerade suche? Passt das zu meinem Anliegen? Interessiert mich das? Möchte ich hier bleiben und mehr entdecken? Ja, und dann kann man natürlich auch mehr als 3 Sekunden aufwenden, logischerweise, um mich durch die Container oder durch die Projekte oder was auch immer zu klicken, mir einen Film anzuschauen. Das ist, ne? Aber das muss sie erstmal leisten. Sie muss eigentlich erstmal in sehr kurzer Zeit schaffen, dich und deine Arbeit auf einen Blick zu transportieren. Mhm. Und das Zweite, was ich mitgenommen habe aus dem Workshop und der dann tatsächlich auch entgegen meiner vorherigen Vorliebe oder Empfindung umgesetzt habe, ist ja der Ausspruch, Scrollen ist das neue Klicken, ne? Ja, ja, gut. Also, genau. Heute scrollt man. Das stimmt. Ja, also genau. Klicken wir früher. Ja. Es gibt wirklich viele Fotografen-Webseiten und insofern greift das vielleicht jetzt deiner Frage auch vor. Ich habe ja gar keine gestellt. Genau, genau, aber es könnte passieren, die so aufgebaut sind, dass die Fotografen sagen, ich möchte meine Bilder relativ also einzeln zeigen, groß zeigen. Und dann ist eben meistens diese Klicknavigation immer noch dahinter oder dabei. Und wenn man ein umfangreiches Portfolio hat, dann sind auf einer Webseite 200-300 Bilder manchmal. Ja? Und dann kann man sich ausrechnen, wie oft man klicken muss, um dieses Portfolio zu verstehen. Ja. Und das ist sehr lästig, sehr nervig einfach. Es kostet Zeit, es kostet unnütze Zeit. Und ich finde ja auch, wenn man als Positionierung eher ein Portfolio hat, was aus sehr vielen Einzelbildern besteht, dann kann das interessant sein, die Bilder so zu isolieren und so zu präsentieren. Aber wenn man ein eher reportagiges Portfolio hat oder wenn man eher Themen präsentiert oder Strecken konzipiert und umsetzt, dann macht es keinen Sinn. Dann ist eigentlich ein Scroll-Stream, schwieriges Wort, ist viel attraktiver fürs Projekt selber. Es isoliert die Bilder nicht so voneinander. Ja, da habe ich mich tatsächlich auch dann mit ein paar Webseiten, die ich mir angeguckt habe, dann auch über, also ich mag es inzwischen, aber ich war wirklich so, und ich habe es gemerkt in dem Workshop, wo wir uns getroffen haben da in Berlin, dass es auch bei den anderen Kollegen, auch ein älterer Kollege, aber so ein bisschen halt nicht mehr ganz frisch, der halt meint das auch so, scheiß scrollen und ja, nee, aber inzwischen denke ich, und auch seriell denken ist ja auch ein Ansatz, den ich ja auch bei dir immer wieder höre, Da denke ich, sind ja schon ein paar ganz, ganz gute Tipps dabei. Und ansonsten kann man ja auch bei dir dann nochmal in einem Workshop sich das auch noch anhören. Das
kann man ja in einem Podcast gar nicht alles erzählen, was man da dann sozusagen durchgehen muss, eine Checkliste oder wie man es auch immer nennt. Für die Webseite? Ja, 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 eben, also genau, da gibt es ja viele Dinge. Da gibt es im Grunde vier Faktoren, die du, ohne die jetzt wirklich episch auszuführen, aber letztlich muss sich der Fotograf wirklich fragen, wie möchte ich eigentlich meine Inhalte rüberbringen, also der Content sozusagen, wie möchte ich den aufbereiten, was ist stimmig für mich ganz persönlich, für mein Portfolio. Und dann muss es natürlich eine schöne Storyline geben, eine gute Präsentation, gutes Editing der Inhalte, genau. Die Gestaltung finde ich persönlich sehr wichtig, nicht nur, weil ich lange in Agenturen gearbeitet habe, sondern weil es einfach einen ästhetischen Anspruch auch transportiert, ein gutes Design zu haben, einen guten Schriftzug zu haben, eine schöne typografische oder farbliche oder auch Flächengestaltung zu haben, ohne zu viel zu gestalten. Und da mangelt es leider an vielen Fotografenseiten auch, finde ich, die dann häufig handgestrickt sind mit irgendwelchen WordPress-Templates und wo der Fotograf dann selber schnell an seine Grenzen kommt. Das finde ich sehr, sehr schade. Da kann man eine ganze Menge mehr rausholen. Genau, und letztlich dann natürlich auch die Usability. Das Wort habe ich jetzt schon ein paar Mal benutzt. Die Funktionalität der Seite, ist es logisch, ist es schnell verständlich, baut es sich gut auf und auch schnell auf. Und dann wären wir schon beim vierten Faktor, die Technik eigentlich. Also die technische Basis, ist es responsiv und nicht nur mobil optimiert, sondern kann es eben tatsächlich auch hervorragend vom Mobiltelefon aufgerufen werden. Und genau. Das ja, aber kann Flash so tolle Sachen. Ja, Retro. Kommt bestimmt wieder irgendwann, oder? Weiß ich nicht. Also es kriegt vielleicht mal einen Kultstatus. Es gibt immer noch Flash-Seiten. Ne? Es gibt immer noch Flash-Seiten, ja. Das, aber ist das jetzt von dir, weil das habe ich das gerade zwischen den Zeilen gehört, wäre jetzt das jetzt eher, sprichst du jetzt eher wirklich für eine individuelle Webseite aus oder gibt es auch Templates, wo du sagst, die sind auch gut und die kann man sich auch, da kann man ja auch viel sich selber reinbauen, ne? Also die Aspekte, die du nanntest mit Design und so weiter. Mhm. Ja. Gibt es ja auch viel verschiebbare, weil du jetzt gerade, habe ich das Wort Template gehört und dagegen ja. Sprach irgendwie was. Aber was spricht jetzt gegen ein Template? Sozusagen? Gegen ein Template spricht an sich erstmal... Oder spricht alles gegen ein Template? Oder, okay, alles klar. Worauf nein, nein. Was ist dann wichtig, also, dass man nichts falsch macht? Wichtig zu verstehen ist, dass eine gute Webseite eben nicht nur den Fotografen und das Template braucht, sondern... Es braucht in der Regel 3 bis 4 Leute, um ein tolles Produkt an den Start zu kriegen. Selbst ein tolles, kostengünstiges Produkt. Also einmal den Strategen, den Konzeptioner, jemanden, der mit dem Fotografen zusammen das Profil schärft, also vielleicht auch editiert. Die Seitennavigation, die sogenannte Site-Architektur ein bisschen festlegt. Das mache ich ganz häufig. Dann kommt der Online-Designer ins Spiel, der einfach eine gute Idee auch mit reingeben kann für das ein oder andere Plugin, selbst wenn es ein WordPress-Template sein soll, am Ende für $45, das sparen ja Fotografen leider ganz häufig immer an diesem Invest, das finde ich wirklich tragisch. Genau, und dann eigentlich auch ein Programmierer, der dazu beitragen kann, diese Seite so zu machen, dass sie wirklich auch nicht nur gut funktioniert, sondern dass sie auch eine gewisse Smartness hat in den Übergängen und so weiter. Und das kannst du mit einem Template nur bedingt erreichen, als Fotograf, wenn du daran selber rumstrickst. Und insofern, mein Vorschlag wäre immer zu gucken, gibt es eine Zwischenlösung, die vielleicht auch basiert auf dem Template, was man aber besser erweitern kann. Das finde ich persönlich ratsamer. Also du rätst zu angepassten Templates oder individuell programmiert? Wirklich individuell programmiert Seiten. Haben wir auch einige, also mein Netzwerkteam quasi und ich haben wir auch einige sehr schöne Seiten für Fotografen. Das ist immer ein kleines Invest natürlich, als wenn man ein Template aufbaut oder nur ein Template nimmt, das ist klar. Aber ganz ehrlich, wenn man sich die Frage stellt, in was investiere ich eigentlich im Rahmen meines Marketings als Fotograf, dann würde ich zum Beispiel immer eher dazu raten, dieses Budget, was ich habe, nicht zu investieren in ein, zuerst vielleicht zu investieren in irgendein Printportfolio, was ich nach wie vor klasse finde. Also ich würde auch dazu raten. Aber bevor ich vielleicht dieses Printportfolio investiere, leiste ich mir doch eher eine gute Webseite, weil die spielt im Marketing eine wichtigere Rolle zunächst mal, um auf mich aufmerksam zu machen. Genau. Viele Fotografen, die jetzt nicht bei einer Repräsentanz sind, darüber haben wir auch schon gesprochen, die müssen sich ja selbst vermarkten. Ja. Tun sich da Fotografen generell schwer, sich selbst zu vermarkten? Nein, ja und nein. Also es gibt spannende Beobachtungen natürlich. Ich habe ja wirklich sehr viele Gespräche führen dürfen in all den Jahren. Genau, das erfahre ich dich, ja. Und es gibt natürlich, vielleicht wenn ich das jetzt mal so klischeehaft ausdrücken darf, es gibt eine ältere Generation, die tut sich sehr schwer, ganz klar. Die tut sich auch schwer, weil es für viele eine lange Zeit sehr gut lief.
und vielleicht die Notwendigkeit nicht so da war. Und dann gibt es eine Generation von Nachwuchsfotografen, für die ist es überhaupt kein Thema, weil sie mit vielen Medien ganz anders umgehen. Keine Schwierigkeit, meinst du? Keine Schwierigkeiten, genau. Keine Hürde. Thema ist es ja, denke ich mal, für alle, ne? Also das Thema ist für alle, ja, okay, ein Thema. Genau. Und aber deine Frage so war schwer, ja, wer tut sich schwer, ja, und genau, wer nicht. Und genau, ja. Die Jungen tun sich weniger schwer, weil sie einfach ein sehr gutes Verhältnis zu den Social-Media-Portalen und Kanälen haben und das meistens relativ gut auch schon für sich bespielen können. So, die haben dann häufig, also es gibt gerade aktuell auch einige Sachen, die ich recherchiert habe, wo ich auch so ein bisschen aufmerksam geworden bin auf sehr erfolgreiche Fotografen, die bei Instagram zum Beispiel tolle Sachen machen und auch viele Likes generieren, viele Follower haben und die jahrelang da sehr erfolgreich arbeiten, sozusagen ihr Geschäftsmodell über Instagram, Social Commerce eigentlich eher dann aufgebaut haben und jetzt anfangen, sich für den klassischen Markt der Auftragsfotografie zu interessieren und eigentlich auch gerne dort sich vermarkten möchten. Also dann auch eben die Wege suchen, wie komme ich jetzt eigentlich an so einen Kunden direkt ran? Ja, also Instagram ist ja sehr unpersönlich in gewisser Weise und wenn ich dann mit meiner Mappe aber zu einer Agentur gehe, dann wissen die häufig gar nicht, wie funktioniert das, was sollte ich tun, was sollte ich lassen. Und das ist ganz spannend eigentlich, dass es diesen Weg eben auch jetzt gibt, schon eine ganze Weile. Und umgekehrt aber viele, sage ich mal, erfahrene Profifotografen natürlich auch versuchen, über Instagram einen gewissen Erfolg zu erzielen, die vorher im klassischen Auftragsbetrieb eher so zu Hause waren und auch eigentlich ihr Geschäftsmodell sehen und jetzt versuchen, über Instagram eben auch eine Reichweite zu kriegen. Ja, aber Marketing ist für alle ein Thema. Mhm. War das für dich bisher eher getrennt, weil du sagst, der Auftragsfotograf, der hat für dich bisher ganz klassische Marketingwege beschritten und ist er denn jetzt bei Instagram, macht das Sinn für ihn dann da jetzt auch zu sein? Und auf der anderen Seite hast du von dem Instagram-Fotografen geredet, der was auch immer dort wie generiert, also außer Likes und Reichweite, die ja teilweise für die Kunden auch schon interessant wird. Also einen Fotografen für eine Kampagne zu buchen, der 500.000 Follower hat, weil dann die Kampagne auch wieder gepostet wird. Genau, weil da sind wir bei der interessanten Frage, wie finden Kunden eigentlich Fotografen? Ja. Und das hat sich ja sehr verändert. Wie finden die denn? Genau. Ich muss ja die Fragen stellen. Ich glaube, du brauchst eine persönliche Beratungsstunde oder du machst hier eine mit dem Podcast. Ne? Mhm. Sehr schön. Nee, ist eine gute Frage, weil es ist wichtig. Wir hatten ja das Thema Webseite eben schon. Und die Webseite ist natürlich eines der Haupttools, wie viele Fotografen oder wie Kunden Fotografen finden. Also auch Suchmaschinenoptimierung ist ein ganz wichtiges Thema. Das hatten wir eben bei dem WordPress nicht angesprochen, spielt aber natürlich eine ganz, ganz wichtige Rolle, dass ich eine gute Suchmaschinenoptimierung habe. Und das Beispiel, was ich erzählt habe, ist deswegen interessant, weil viele Kunden, besonders jüngere Kunden, auch Redaktionen, gar nicht mehr auf die Webseiten von Fotografen gucken, sondern ausschließlich auf Instagram-Profile. Sie versuchen also zum Beispiel da neue Ideen, neue Bildsprache, neue Themen, neue Fotografen zu entdecken. Und wenn ich jetzt Marketing mache als Fotograf, also es gab jahrelang diesen bewährten Weg, in diesen Markt reinzukommen. Also man hat vielleicht studiert, man hat vielleicht auch eine Ausbildung gemacht, aber eigentlich hat man assistiert bei guten Leuten. Und wenn man in der Werbung bei guten Leuten assistiert hat, dann hatte man eine sehr gute Kontaktfläche und erste Schnittstellen zu Kunden, zu Redaktionen, zu Agenturen und. Und dann hat man eigentlich, ist man diesen Weg mit seinem Portfolio gegangen auch. Und das ist tatsächlich jetzt nicht der Weg, wenn wir angucken, wie werden Menschen Fotografen, sage ich jetzt mal so ein bisschen plakativ. Sie fotografieren einfach und sie machen einfach, was sie gut finden, was wonach ihnen ist oder was ihr Herz begehrt. Ja, sie haben irgendwie eine Idee und gehen dafür und posten das auf Instagram. Und das und so werden zum Beispiel Agenturkunden, immer mehr Agenturkunden, auch Repräsentanten natürlich, auf Fotografen aufmerksam. Okay, das wäre geradezu eine engagierte Ermahnung und Bitte und drängendes Raten zu jedem Werbefotografen, auch klassischen Werbefotografen, dass er sich jetzt in die Richtung orientieren sollte. Ne? Also wenn jetzt da jetzt schon die Art, also dass die Kreativleute unterwegs sind,
Das ist ja, wo du ja gerade sagst, ja, eben der ältere klassische Werbefotograf, ja, der halt da gar nicht unterwegs ist, ja dann ein ganz schlimmes, wäre ja eine ganz schlimme Sache dann, ne? Ja, ich würde das so nicht formulieren. Also man kann das vielleicht so formulieren, aber es liegt nicht jedem. Tatsächlich liegt es einfach nicht jedem. Das wäre nämlich auch meine genau Frage dann. Ja. Insofern macht es keinen Sinn, wenn man das also jedem muss, raten würde. Wir müssen ja auch einmal das Wort benutzen. Es muss einfach authentisch sein, ne? Genau. Es sollte ja authentisch sein, es sollte zu mir passen, es sollte zu dem passen, ja, wer ich bin und was ich mache. Und ich muss Spaß haben, das zu bedienen. Also Instagram hat ja, also Instagram ist aber was, was wirklich auch so eingefleischte Social-Media-Ablehner für sich entdecken, wo die auch sagen, ich mag eigentlich nichts, aber ich mag Instagram. Ach so, also du machst mir jetzt Hoffnung, dass ich es mal probieren sollte. Wie ist es bei dir? Ich hab's, ist tot. Also ich hab's noch nicht aktiviert. Stimmt, das hast du erzählt, ja, genau. Aber du hast Pläne. Nee, eigentlich nicht. Ja, ich habe das, was du gerade sagtest, habe ich mir auch schon so gedacht, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass ich 100.000 Follower aufbaue, also von daher, da gibt's ich ja mache das immer nur, wenn ich das, achso, okay, ja, okay. Ich mache das eigentlich auch. Auch einige. Okay. Aber ja, das muss man für sich selber entscheiden, ja, genau, ja. Ja. Aber zumindest sollte man sich, glaube ich, wenn man da noch nicht unterwegs ist, ermahnst du mich, aber ja, wir können auch alle anderen Zuhörer ermahnen, dass man da vielleicht dann als Aufgabe aus dem heutigen Podcast da mal hinguckt, ob man da mal die Wege sucht, die, ja, man, die einem Spaß machen. Gibt es sonst noch Marketingkanäle, die wir jetzt noch besprechen sollten, wo du sagst, da sollte man vielleicht auch nochmal? Ja, ich finde, also es gibt, du hast einige schon genannt, wir wollen ja jetzt vielleicht auch nicht unbedingt Werbung machen, glaube ich, hier, aber es gibt, außer für mich und für dich. Aber es gibt natürlich so bewährte Tools, Plattformen, die von vielen Kunden besucht werden. Und wenn man jetzt im Bereich der Werbung ist, dann sind solche Tools wie das, was du auch schon zitiert hast, Blickfang oder auch Catch natürlich, die Plattform, aber auch die Alben oder Infolio, Gossi und so weiter sind natürlich Tools, die man nicht alle, aber eine bestimmte Auswahl für sich nutzen sollte, damit man es schafft, zumindest so ein gewisses Grundrauschen zu erzeugen für die eigene Arbeit. Das halte ich schon für wichtig. Das Thema E-Mail-Marketing, also Newsletter-Marketing individuell zu deinen Kunden ins Postfach, halte ich auch für sehr, sehr wichtig, nicht nur in der Werbung, auch bei Direktkunden, also auch bei klassischen Firmenkontakten. Und wenn man sehr viel auch reportagig arbeitet, gibt es natürlich auch wieder Tools, wie zum Beispiel Blink, was sehr praktisch ist für Fotografen, die reisen, die auch im Bereich Editorial arbeiten oder im Bereich Corporate arbeiten tatsächlich. Ja, das ist eine Mischung aus verschiedenen Tools. Es gibt nicht das, wie gesagt, wo man sagen kann, das ist so der Königsweg. Es gibt eigentlich immer nur so, meine Empfehlung ist, das auszusuchen, was zu meinem Profil passt, zu meinen Zielkunden und meinen Zielen auch passt, wo ich eigentlich die Leute erreiche, ohne zu viel Geld auszugeben, aber natürlich auch so ein bisschen, und natürlich, das muss zu meinem Zeitbudget passen. Also wie viel kann ich eigentlich tun, wöchentlich, manchmal sogar täglich, Social Media erfordert tägliches Invest, um da auch wirklich gut dran zu bleiben, um Themen und Dinge zu finden, die ich platzieren kann. Und da erfordert es natürlich neben guten Bildern oder Inhalten, die ich mir erstmal überlegen muss, ja auch ein bisschen Geschick in der Kommunikation, also schreiben und sprechen. Das ist für Fotografen. Ja, Newsletter schreiben für einen Fotografen, das würde man jetzt ja ketzerisch sagen können, da beißt sich doch schon was, ne? Ja, das will ich aber so nicht sagen. Aber es gibt ja auch, also man könnte es ja sogar auch machen lassen, wenn man da jetzt nicht genau, so geschickt ist. Genau, ne? Also man kann. Das macht man dann vielleicht auch manchmal Sinn, oder? Ja. Also den Text auf seiner Webseite nicht selber zu schreiben, klopfe ich bei mir selber vielleicht auch auf die Stirn. Ja, das macht durchaus Sinn, da nochmal jemanden mit drauf gucken zu lassen. Man sollte die Inhalte natürlich für sich selber klar haben und besprechen dann mit demjenigen. Aber macht auf jeden Fall Sinn, jetzt nicht wegen Rechtschreibung, sondern einfach wegen Stil, Tonalität und finde ich eigentlich die Worte, die ich brauche, um meinen Kunden mitzunehmen, ne? Oder schreibe ich eigentlich, wie ich spreche? Das ist ein absolutes No-Go bei vielen Fotografen, genau. Ja. Du hattest schon gesagt, Social Media mäßig müsste man irgendwie jeden Tag was machen. Was ist denn so, wenn ich dich jetzt frage, so ich will jetzt Fotograf werden, wie viel muss ich denn in der Hand nehmen? Also was muss ich denn investieren? Hast du mal so mitgerechnet irgendwie mal bei Marketing? Beispiel? Ja. Nee, also tatsächlich nicht. Gute Frage. Ja, habe ich noch nicht zusammengerechnet.
Also meine Geschäftsausstattung brauche ich natürlich. Das heißt, ich brauche einen guten Auftritt, Visitenkarten, Briefbogen. Vielleicht brauche ich das ein oder andere Stempelaufkleber oder irgendwas Schickes, Schönes. Da sollte ich sicherlich eine Designerin dran setzen, die Lust hat, mit mir zusammen da was, was zu meinem Budget passt, auch zu machen. Und die Webseite. Das sind für mich erstmal die wichtigsten Dinge, wofür ich ein Budget brauche. Ganz, ganz klar. Und natürlich muss ich gucken auf der anderen Seite, welches Equipment brauche ich, um meine Jobs gut zu machen. Also es gibt leider Fotografen, die haben dann mit einer uralten Kamera ziehen sie los oder mit einer alten Software auf ihrem Laptop. Und das ist natürlich alles nicht wirklich schnittstellenkompatibel und auch nicht für viele Kunden natürlich überhaupt nicht, entspricht so den Anforderungen auch für bestimmte Kundenbedarfe, würde ich mal sagen. Genau, also da sollte ich investieren. Technik, wow, Equipment. Also das ist ja so ein Basic-Tipp, da habe ich gedacht, bin ich jetzt ein bisschen sprachlos und fast entsetzt. Ich bin zutiefst entsetzt. Du bist entsetzt, ja, es kommt vor. Es kommt vor. Es ist jetzt vielleicht nicht in 90% logischerweise, aber es kommt vor, dass mit möglichst wenig Invest in einen Beruf hineingegangen wird. Und für viele ist der Beruf Fotograf immer noch ein Beruf, wo man nicht viel braucht. Ne? Genau, ja. Okay. Ja. Ja, jetzt bin ich so geschockt, das müssen wir abbrechen. Okay, das ist schlecht, ja, genau. Nee, aber das war ja schon ein ganz guter Rundumschlag eigentlich so. Und klar, das Thema Invest ist natürlich die Frage, aber das kann man sich jetzt selber durchrechnen. So, ich weiß halt nicht, immer diese Bücher, wo man sich dann ja einkauft, die besten Fotografen Deutschlands für sie gesucht, die am meisten bezahlen oder die das bezahlen, die Seiten. Also glaubst du, da gucken wirklich noch viele rein oder ist es Print? Also ich rede jetzt, das war jetzt nur ein Beispiel, ich will jetzt kommen nochmal zum Offline-Marketing. Du hast das jetzt sehr, sehr subjektiv formuliert, ja, diese Frage, als wenn du da irgendwie schon Erfahrungen gemacht hast. Nee, ich habe keine Erfahrung gemacht, weil ich habe mich da noch nicht eingekauft, aber ich höre es von es hat mir noch nie einer gesagt, diese Bücher sind cool. Also ich würde mich da einkaufen, einfach weil ich Spaß hätte, ich stehe auf Offline. Ja, so, aber es ist eine schöne Qualität, es sind tolle Bücher, die fassen sich schön an, die sehen gut aus, die sind auch gut gedruckt. Und ja, doch, ich finde, es macht Sinn, nicht in jedem Buch dabei zu sein und auch nicht jedes Jahr, jede Ausgabe, je nachdem, wie die Frequenz ist, aber schon hin und wieder auch mal diesen Weg der haptischen Werbung, ist ja was Analoges. So eine Anzeige, auch wenn sie juriert ist, ist ja was Analoges. Ich persönlich finde das sehr schön und kann das nur empfehlen. Aber das muss, wie gesagt, auch da, wenn ich mir die Frage stelle, mache ich vielleicht lieber ein schönes gedrucktes Mailing, also ein kleines Booklet, eine Postkarte, ein Leporello, oder investiere ich jetzt in eine Anzeige im Lotzers Archiv, im Catch, im Blickfang oder sonst wo, ja? Dann muss ich das abwägen. Was passt eigentlich zu meinen Zielen und zu meinen Kunden? Womit erreiche ich eigentlich jetzt mein Ziel am besten? Ne? Und sowas wie ein gedrucktes Mailing hat durchaus, kommt wieder in Mode, ist so ein bisschen retro. Aber ich finde es sehr schön und es gibt viele Kunden auch, die sowas durchaus schätzen, dass sie auch in diesem Wald der digitalen und der Online-Werbung immer mal wieder auch sowas auf den Tisch bekommen. Mhm. Mhm. Da hattest du auch, glaube ich, Beispiele mitgehabt beim Workshop. Wenn ich nicht erinnere, ich habe es bei dir sonst gesehen in Hamburg. Gibt es denn da, also hast du da tolle Beispiele, die du mal so nennen kannst, was gemacht wird? Also so ein Leporello hast du gesagt, was steckt dann dahinter? Oder was hast du noch an vielleicht mal ein, zwei schöne Beispiele, wo man sich vielleicht mal dran ein paar Ideen... Also Namen jetzt oder Formate meinst du? Formate, wie das Leporello dann verschickt wird. Leporello ist zum Beispiel eine schöne Idee, wie man einzelne Motive schön aneinander rein kann, aber auch... Das heißt jetzt so eine Zusammenfaltung. Genau, es wäre so ein Ziehharmonika-System, mehr oder weniger lang, das kann man variieren. Also den Tipp, den ich geben würde an der Stelle ist, macht es nicht bei Flyer Alarm oder irgendwo in einem, sagen wir mal, günstigen Online-Digitaldruckverfahren. Sucht, wenn ihr wirklich was drucken wollt, also dann eine gute Druckerei suchen, die wirklich auch den Ansprüchen genügt. Und da empfiehlt sich wirklich Offset-Druck. Wenn man sowas schon macht, eine Aussendung macht oder so ein Giveaway macht, dann finde ich, sollte das eine Qualität haben. Insofern Leporello. Neben Leporello gibt es alles Mögliche. Es gibt wirklich auch Zeitschriften, also Magazine, so große Art Zeitungen, die Fotografen machen, mit Falttechniken, Plakate, die gefaltet werden. Es gibt aber auch richtige Booklets, schöne Booklets mit 20, 30 Seiten, DIN A5, DIN A4. Es gibt Kartensysteme in schönen Portfolioboxen auch, die man sozusagen on demand zusammenstellen kann oder nach Kundentermin auch zusammenstellen kann.
je nach Thema oder so. Aber es gibt auch wirklich tolle, richtig schöne, große Bücher, die gedruckt werden von Fotografen, so ein bisschen als 5-Jahres-Aussendung vielleicht. Das wird nicht jedes Jahr gemacht, ne? Aber da gibt es wirklich sehr schöne Sachen. Also ich habe in meinem Office in Hamburg auch eine sehr, also ich habe schon ein kleines Mailing-Museum, kann man fast sagen. Also eine schöne Sammlung, genau. Mhm. Genau, und das schaue ich auch gerne an. Also solche Sachen finde ich, hole ich immer mal wieder raus und gucke da auch rein. Und du hast ja zum Beispiel auch einen Kalender, sowas ist auch eine schöne Maßnahme, sowas zu drucken und auch ein bestimmtes Ziel damit zu verfolgen. Ne? Und der ist ja auch sehr hochwertig gemacht. Insofern, das macht absolut Sinn. Mhm. Ja, prima. Ja. Gut, dann danke ich dir ganz herzlich für die Zeit. Gerne. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Wenn dir das Gespräch gefallen hat, wenn dir mein Podcast gefällt, super gut, machen wir gleich nochmal. In der nächsten Woche. Ich freue mich, wenn du dann wieder am Start bist. Und gib mir gerne eine Bewertung bei iTunes. Lass es Sterne regnen und bei YouTube den Daumen hoch. Danke und tschüss.